Hallihallo Leute, ich bin der Iris und ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil 3 Nemesis. Oder wie es im Englischen da übrigens auch heißt, The Last Escape oder nur Last Escape. Ja, wir waren ja letzten Part stehen geblieben bei diesem wunderschönen Wasserprüfungsrätsel. Und ich habe es jetzt endlich geschafft und man kann es mit tatsächlich 5 Klicks beziehungsweise 5 Verschiebungen nach rechts oder links kann man es beheben. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ich es gemacht habe, denn ich habe hier wirklich bestimmt noch eine Stunde dran gesessen und habe einfach nur rumprobiert. Also es wären bestimmt 3 Parts geworden, die ich einfach nur in diesem Rätsel gesessen habe und das wollte ich euch einfach nicht antun. Also wie gesagt, dieses Rätsel, ich habe keine perfekte Lösung für, die gibt's woanders, bei mir leider nicht. Ich habe euch zum Beispiel andere Sachen gezeigt, zum Beispiel wie man Nemesis beim zweiten Mal kämpfen mit einem Messer besiegen kann. Das habe ich euch zum Beispiel bei mir gezeigt. Aber dieses Rätsel, ich habe keine Lösung für. Sorry. Also ich habe mir nur angesehen und gehört, dass man es wohl mit sehr wenig, mit sehr wenig Klicks bzw. Verschiebungen schaffen kann. Aber ich weiß nicht wie. So, das mal am Rande erwähnt. Gut. Wir machen weiter. Und zwar gehen wir jetzt hier hinaus. Denn wir haben ja hier jetzt alles abgearbeitet. Genau, wir haben hier alles abgearbeitet und können ja jetzt theoretisch nur noch hier entlang, wo die Zombies lagen. Hier. Oh, shit. Oh, verdammt. Wir sitzen in der Falle. Was tun? Das waren jetzt aber nicht wir. Oh. Thanks, Carlos. I owe you. Listen closely, Jill. They're going to launch a missile directly into the city as soon as day breaks. At dawn? But that's only... I know. We don't have much time left. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor Nikolai. Habt ihr gesehen, wie er sie angefasst hat? Bahnt sich da etwa eine Liebesstory an? Aber soweit ich weiß, ist nicht Chris und Jill so ein bisschen, haben die nicht so ein bisschen angependelt, gerade auch im 5. Teil, den wir übrigens auch noch let's playen werden, auf den freue ich mich irgendwie im Moment sehr besonders, denn, ach du Scheiße. Oh fuck. Okay, das unten hat's erwischt. Aber leider war das nur einer. Toll. Kommt das vier runter? Stopp. Da ist noch eins. Okay. Hat wohl geklappt. Bin ich ja gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier? Oh, Schrotflintmunition. Die nehme ich sehr, sehr gern mit. Nochmal zu dem Teil zurück mit, auf den 5. Teil befreue ich mich sehr. Ich freue mich wirklich auf den 5. Teil, den zu Let's Playen. Ich möchte den aber eigentlich im Koop mit der lieben Tai mal machen. Schwurzung arbeitet nicht mehr. Es zeigt eine Fehlermeldung an. Okay. Allerdings ist mein Internet im Moment ja so scheiße, wie ihr wisst. Das habe ich schon in sehr vielen Folgen erwähnt. Dass das sich noch eine Weile hinzieht. Es ist mit einer eklig riechenden Flüssigkeit gefüllt. Der sollten wir auch nicht rein. Übrigens, dieses Wasserprüfungsrätsel, was am Anfang des Parts, was ich euch da erklärt habe, hat eigentlich nur eine Tür geöffnet. Als wir es erledigt hatten. Also nur mal so am Rande erwähnt. Das wollte ich euch noch sagen, übrigens. Ja, wie gesagt, ich fand den 5. Teil, viele fanden den 5. Teil am absolut schlechtesten der ganzen Serie. Mal abgesehen von solchen wie... Oh, da steht einer. Wartet mal. Kommst du her? Na toll. Ah, okay, die sind mit einem Schuss auch so down. Gut zu wissen, ja, diese Tür wurde geöffnet. So, und ich möchte hier mal... Ich habe keine Karte. Ich
fragt, da geht's bestimmt noch weiter, oder ist ja nur ein Raum? Was, es wird von einem System gesichert? Ich habe doch das System. Da ist eine Sicherheitseinrichtung, Systemversorgung, Stand, Standby-Modus, Wasserprüfung in Ordnung. Entsicherung erfordert manuelle Bestätigung. Ah, das muss ich noch irgendwo bestätigen lassen. Okay, alles klar. Oh, da ist eine... Oh, da stand ja einer, Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Tschüss. Tschüss. Würdest du mal bitte... Danke. Ciao. Mit V. So, dafür verschwende ich mal nicht unsere schöne... Oh, oh, guckt mal. Grüne Nimmst du denn die grünen Kräuter mal? Danke, Jill. Ja, wie schon gesagt, ich fand den fünften Teil ja nicht schlecht. Ich fand ihn von der Story her sehr cool. Klar war es jetzt kein Horror-Dingens-Bummens mehr, aber ich fand, man hatte schon so Angstmomente. Jetzt nicht so horrormäßig, ich habe mich erschrocken, Jumpscare-Angst, sondern eben... Ja, sondern eben so... Scheiße, ich habe Angst, weil mich ein Kettensägen-Heini verfolgt, wisst ihr? Und das fand ich doch schon irgendwie gut. Es läuft ein Überwachungssystem, welches erst vor kurzem eingebaut war, oder ist. Ah, hier, Fabrikkarte. Ha, so gefällt mir das. Da kommt ein Safe Room. Aha. Hier durch kommt... Sie haben das Schloss entriegelt, alles klar. Weiter geht's hier aber nicht, oder? Nö, gut. Alles klar, das heißt, ich kann ja dann nur hier entlang. Ich rüste mal wieder das hier aus. Aus sicherheitsspezifischen Gründen. Ich rechne nämlich auch noch mit Hunter. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob hier Hunter auf... Ich habe Angst. Nikolai, die Sau. Dieser verdammte Drecksack. Das gibt's nicht. So, Moment. Ist das der Safe Room? Tatsache, das ist der Safe Room. Wo geht's denn da eigentlich noch hin? Ich gehe erstmal in den Safe Room. Sicher ist sicher. Und schau mal, was dort noch zu finden ist. Oder ist noch Gunpowder zu finden? Oh, und ein Surface-Spray. Ich glaube, wir haben echt gut gewirtschaftet. Ich glaube, wir haben wirklich gut gewirtschaftet. Da liegt noch was. Laborschlüssel. Den werden wir hier sicherlich irgendwo brauchen. Haben wir hier noch irgendwas im Schrank rumliegen? Nö. Da liegt aber noch was auf dem Tisch. Das habe ich sofort gesehen. Tagebuch des Abteilungsleiters. 25. April, heute ist mein 30. Geburtstag. Ich wurde heute in diese Einrichtung versetzt. Darüber bin ich sehr froh, denn die Arbeitswelt ist etwas ganz anderes als das Leben in der Universität. 14. Mai, das Entsorgungssystem ist fertiggestellt. Mit Hilfe einer besonderen Art von Gas kann es die Zellen der Probanden zerlegen. Das müssen wir noch testen, ehe wir mit dem Einsatz des Systems in der Praxis beginnen, da es zurzeit noch nicht zu 100%ig stabil ist. 20. Mai, während ich den Behandlungsraum überprüfe, ging die Tür zu, so dass ich drinnen eingeschlossen war. Ich konnte eine Stunde lang nicht hinaus. Tja, auch wenn man die Schlüsselkarte besitzt, ist sie nutzlos, wenn man innen eingesperrt ist. 7. Juni. Wir müssen immer mehr Probanden entsorgen. Das System arbeitet nicht zuverlässig. Das Laborpersonal gibt nichts auf meine Meinung und ich bin langsam ziemlich frustriert. 16. Juli. Wir werden die ganzen Kataver nicht los und die Qualität des Flüssigmedikaments ist auch nicht gut genug. 29. Juli. Da das System immer weniger funktioniert, sinkt die Anzahl der toten Körper nicht. Der Grad der Infektion ist höher und die Antikörper, die wir einsetzen, können der neuen Virusmutation nichts anhaben. Einige der Angestellten haben sich mit der Krankheit angesteckt. Ich habe zwar weitergearbeitet, aber ich trage stets eine Waffe bei mir. Ich muss daran denken, eine Kugel für mich aufzuheben. Ich möchte am liebsten heulen. Ich will ja nicht sterben. Ich bin sicher, dass ich den Verstand verliere, wenn ich mir vorstelle, wie schmerzhaft der Tod sein wird. Geil. Das ist ja auch ein voll geiles Gefühl, wenn man sowieso schon weiß, ja, ich bin tot. Ich bin eigentlich sowas von tot und trage schon eine Waffe bei mir, mit der ich mir eine Kugel in den Kopf jag. Also, weil man das dann so hört, dann Prost Mahlzeit. Da freut man sich natürlich auf jeden Fall nicht. Ha, ha, ha. So. Pass mal auf, die packe ich jetzt mal hier hoch. Die werde ich nämlich nicht mehr verwenden.
Dann hole ich mir jetzt... Alter, wie viel Gunpowder ihr legt. Das ist ja mega. Also Pulver. Munitionspulver. Das ist ja mega. Ich glaube, da werde ich jetzt gleich offscreen nochmal mischen oder so. Da werde ich auf jeden Fall nochmal mischen. Und mir einfach mal noch ein bisschen Munition herstellen. Weil guckt mal, wie viel das auch nochmal ist. Ist ja mega krass. So, wartet mal. Das ist wirklich richtig krass. Aber natürlich kann ich mich auch freuen darüber, ja. So, das kann ich auch erstmal wieder ablegen. Dann hole ich mir mal noch die drei Gunpowder, auch wenn ich mit dem A-Zeug eigentlich nicht mehr so viel anfangen kann, da ich mir keine Pistolenmunition mehr herstellen werde. Aber ich kann immerhin noch C-Munition kombinieren damit und das ist eigentlich ganz, das ist ganz cool eigentlich sogar. So. Auch wenn wir davon leider ein bisschen mehr haben mittlerweile. Als vielleicht hier mit so einem Erste-Hilfe-Spray. Als ein Erste-Hilfe-Spray. Als wir die Munition dafür brauchen oder verwenden. So. Jetzt müssten wir alles richtig sortiert haben, so dass ich eigentlich weitermachen kann. Ich möchte gleich mal gucken, ob ich hier in diese Tür rein kann. Kann ich? Ah, das ist auch ein Rätselraum, glaube ich, hier. Da stehen noch blaue Kräuter, die ich jetzt aber erstmal nicht brauche. Möchten Sie den Schalter betätigen? Ja, das möchte... Nee, das möchte ich doch nicht. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr raus. Das wäre richtig mies gewesen. So, warte mal, hier haben wir auch noch einen Schalter. Da ist ein Schlitz für eine Schlüsselkarte. Warte mal, habe ich nicht... Nee. Das? Nee. Ich habe noch keine Schlüsselkarte. Ich habe noch keine Schlüsselkarte. Warte mal, ging das nicht, dass ich hier drücken kann und dann... Geht das da aus? Doch, das ging. So, und dass ich dann... Nee. So, warte mal, geht das aus da oder nicht? Nee. So, der müsste da jetzt... Geht der nicht aus? Scheiße, komme ich hier dann wieder raus? Halt mal. Aber hier komme ich jetzt wieder hin. Hallo? Drückst du mal? Nee, fuck, wenn ich das anmache. Wartet nochmal. Ich muss mal sehen, ob das Rätsel, ob das lösbar ist jetzt schon. Halt mal. Nee, ich glaube, das Rätsel ist noch nicht lösbar, oder? Das geht nicht aus. Das geht auf jeden Fall nicht aus. Und wenn ich das mache, geht nur das an. Okay. Gut, also dieses Rätsel ist auf noch keinen Fall lösbar. Oder? Oder wartet mal. Oder wartet mal. Ach, hier hinten sind ja auch noch Dinger. Oh. So, das ist jetzt aus. Kann ich jetzt das hier? Dann komme ich ja hier wieder durch und dann sollte ja theoretisch, wenn ich das jetzt... Die beiden ausgehen. Haha, geil. Kontrolle, das befindet sich im Standby-Modus. Möchten Sie den Schalter betätigen? Ja, das möchte ich.
Das Sicherheitssystem ist mit Strom versorgt. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt quasi die Türen öffnen, die mit Strom versorgt worden sind. Das ist ja geil. Okay. Ist doch gut. Ist doch mega gut. Jetzt ist nämlich auch die Tür offen. Das Schloss scheint entriegelt worden zu sein. Sehr, sehr gut. Oh, oh shit. Ja. Ich glaube, das musste ich betätigen, oder? Ja. Na, los. Genau, und dann kann ich hier wieder rein. Sehr, sehr gut. Kann ich eigentlich hier hochfahren? Schlüsselkarte verriegelt worden. Die Schlüsselkarte habe ich noch nicht, oder? Das, was ich hier nur habe, ist der Laborschlüssel. Daran hängt eine Plastikkarte mit einer eingeprägten Kennung. Sie ist anscheinend mit einer Spezialfarbe überzogen. Und dann habe ich so eine Modus-Kette. Da scheint eine Systemdiskette zu sein, mit der das Schloss des Behandlungsraums geöffnet wird. Okay. Heißt also, ich komme hier den Weg noch nicht hoch. Gut. Heißt, ich werde jetzt hier im Safe Room erstmal den Part beenden und würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Macht's gut!